Und was macht der Max? Ich gehe auf die Arbeit. Max, das ist nicht dein Geschenk, das weißt du schon, ne? Ja, weil... Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Vlog. Ich bin total aufgeregt, der Postbote war nämlich gerade da. Ich war fleißig am Putzen, habe auch schon geduscht, meine Haare sind noch nass, deshalb schaut da einfach mal nicht drauf. Das ist jetzt nicht so fresh, darum soll es aber heute in diesem Video auch nicht gehen. Der Postbote hat Lissandros Geburtstagsgeschenk gebracht und wir machen das heute tatsächlich auch schon auf, obwohl der Lissandro noch nicht Geburtstag hat, aber wir gucken nach, ob alles okay ist mit dem Geschenk und ich glaube, er freut sich sehr. Er hat schon die ganze Zeit gefragt, wann denn die Post kommt und das filme ich jetzt gleich mit. Wenn er von der Schule kommt, ich muss jetzt hier noch ein bisschen was machen, so wie es halt ist, ne? Am frühen Morgen und ja, wir nehmen euch mit und heute Mittag steht Gartenarbeit an. Ich freue mich. Nicht? Also, los geht's! So, jetzt kommen so gerade die Räuber, haben gerade geklingelt, nicht wundern, ich habe von den Bereich hier sauber gemacht. Hallo! Lassie, der Postbote war da. Nein! Und, kannst du dir vorstellen, was er gebracht hat? Ja. Also, dann komm. Ja, pack noch schön deinen Schulranzen weg. Ja. Und auf geht's. Na, Max, du musst dich herumdrehen. Ist das sehr schwer? Ja. Als wären da nur Steine drin. Okay, hast du die ganzen Bücher mitgenommen? Ja, das sind die Steine. Nee, Steine. Achso, okay. Lass das mal kurz. Okay, wie viele Kilo sind das? Wie, tschüss, trag du das hoch. Ja. Das schaffe ich nicht, Max. So, Lassie, komm, mein Herz. Ja. Was ist denn mit deinem Schloss? Ja, ach, wenn ich das für Deutsch holen musste zum Beispiel, dann musste ich immer alles raus tun, weil ich es erstmal suchen musste. Ach so, okay. Ja. Lassie hat nämlich ein Schließfach jetzt in der Schule. Ja. Wo hast du denn jetzt den Karton hin, Max? Ah, Max, du bist gemein. Wo hast du den Karton jetzt hin? Ja, wir spielen wärmer, kälter. Wärmer, kälter. Also der Max ist so gemein, Bella, ne? Ja. Soll er das jetzt suchen? Ganz kalt. Kalt. Wärmer. Wärmer. Da bin ich. Hast du es? Na, dann bring's mal her, mein Schatz. Ist es sehr schwer? Es war ein kurzes Spiel. Es war ein kurzes Spiel, ja. Okay, warte, ich hol ein Messer, Schatz, warte. Das ist ein Messer, das ist sehr gefährlich. Deswegen halte ich es auch andersrum. Okay, also komm, jetzt mach auf. Mein Gott, 3 Stunden, um hier ein Paket aufzumachen, ne, Bella? 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 Okay, das hat er wirklich gut verpackt, derjenige, von dem wir es gekauft haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Lassie? Ja? Du darfst auspacken, mein Schatz. Freust du dich? Ja. Ist es schwer? Schaffst du es? Max, kannst du mal helfen vielleicht? Anstatt nur rumzustehen? Gefällt's dir? Ja. Max, was ist los heute mit dir? Ja, ich bin sehr gut gelaunt. Du bist sehr gut gelaunt heute? Also meine Community auf Snapchat hat mich heute echt schön begrüßt. Was hat deine Community? Ich war schön begrüßt heute Morgen. Ah. Oh. Alle ganz süß. Weil du so krank bist, ne? Ja. Und? Okay. Zeig mal. Da ist die Rechnung. Das ist die normale Rechnung. Genau, da ist die Rechnung. Ja, wow, Kabel. Kabel? Der Alessandro hat die Fernbedienung. Ja, das ist für das. Okay, cool. Ihr seid so gemein zu der Bella. Bella, das ist nicht der weiße Hai. Mach dir keine Sorgen, Bella, das ist nicht der weiße Hai. Nein, der Alessandro hat sich definitiv über sein Geburtstagsgeschenk gefreut.
Da ist das Schätzchen. Die Jungs wollen das dann später mal kurz austesten. Aber dann wird es wieder eingepackt, denn Lissandros Geburtstag dauert ja noch ein bisschen. Wir essen jetzt, dann werden noch Hausaufgaben gemacht und dann geht es in den Garten. Wie gesagt, ich freue mich total. Ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen. Und zwar hatte ich euch ja von der Uhr meiner Schwester erzählt, die ich ihr gekauft habe, eben weil sie jetzt Flugbegleiterin ist und ich finde die total schön. Hatte ja auch überlegt, mir sie selbst zu bestellen, aber ich habe der Steffi ein Bild gemacht und sie meinte, dass das Ziffernblatt wohl für ihr Handgelenk etwas zu groß sei. Deshalb wird sie jetzt diese hier bekommen und ich kann dann diese hier für mich behalten. Auch schön, ne? Auf jeden Fall, ihr könnt schon sehen, die ist viel kleiner jetzt und das ist auch besser eben für die Steffi. Ich mache sie mal eben ab. So sieht das Ganze aus. Und ihr könnt schon sehen, das Armband ist eben noch mal ein bisschen anders. Und auch hier wieder ganz, ganz edel. Also richtig schön. Das wird der Steffi jetzt definitiv besser passen. Das ist aus dieser Classic Petit-Reihe. Ashfield nennt sich das, glaube ich, falls ich das richtig ausspreche. Ich kann die euch auch noch mal unten in der Infobox verlinken. Und hier mit diesem Charm, ne, hatte ich euch ja das letzte Mal erzählt. Ich habe ja dazu auch den Rabattcode. Verlinke ich euch mal in der Infobox, beziehungsweise schreibe euch den jetzt mal hier hin. Da könnt ihr schön Geld sparen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und ich verräume jetzt noch den Karton, während ja die Nudeln kochen. Und dann geht's mit diesem Schätzchen hier raus. Und mein Nagellack sieht echt übel aus, ne? Aber ich muss ja jetzt eh in den Garten. Und da nützt es jetzt auch nichts, wenn man sich die Fingernägel lackiert. Also, jetzt essen wir erstmal eine Runde. Also gut, auf geht's zur Gartenarbeit. Ich hab's Max versprochen, der ist schon da oben. Und mäht fleißig den Rasen. Ihr könnt es wahrscheinlich schon hören. Da oben ist er. Und ich gehe jetzt mal runter. Am Eingang haben wir nämlich total viel Unkraut. Sieht voll unschön aus. Und das mache ich jetzt. Ich habe total viel Lust, das zu machen. Nicht. Ich habe schon mal angefangen. Der Max hat mir eigentlich dieses Teil hier hingelegt. Aber ganz ehrlich, es hat geregnet. Und wenn man dann einfach so dran geht, dann geht es auch ganz einfach raus. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, warum hast du keine Handschuhe an? Ja, ich kann einfach nicht mit Handschuhen arbeiten. Und jetzt mache ich hier mal weiter. Ach, sieht einfach schrecklich aus. Und die hier, die mag ich voll. Die mache ich mir hier oben rein. Die vermehren sich nämlich. Genauso wie diese Teile hier. Wartet mal, ich zeig's euch. Die hier, wobei die jetzt nicht so schön sind wie zum Beispiel diese hier. Die hier zum Beispiel, die sind etwas schöner. Die sind aus Italien von meinen Eltern. Und hier, die vermehren sich dann voll, ne? Das ist abgegangen. Das muss ich irgendwo anders reinmachen. Weiß der Max. Lasst uns das mal hier zum Beispiel reinmachen. So. So. Kann das schön weiter wachsen. Das machen wir hier hinten rein. Bisschen Erde drauf. Schaut. So. Schön. Ich hasse es. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Boah, schaut mal meine Hände. Das sah eigentlich hier so aus. Und jetzt haben wir hier total viel Unkraut. Und das muss ich alles rausmachen. Yeah, ich bin begeistert. Wie süß, da hat sich einer hierher verirrt. Hier aus den Steinen raus. Ich weiß nicht, ob ich ihn umsetzen soll, aber der sitzt ziemlich fest drinnen. Oder? Ah, ich möchte ihn aber eigentlich umsetzen. Tschack. So, mit Wurzel. Und den setzen wir jetzt am besten hier rein. Mache ich mir ein bisschen Platz. So. Die sind total schön. Ich liebe die voll. Machen wir mal ein bisschen mit Erde noch ein bisschen fest. Ja, wie lustig. Jetzt regnet's. Was bedeutet das? Keine Gartenarbeit mehr für mich. Ich wasche mir jetzt die Hände, räume hier das alles weg. Ein bisschen was habe ich machen können, aber putze ich jetzt einfach mal meinen Eingang drinne weiter. Hatte ich euch ja gezeigt. Und der sieht nämlich nicht so fresh aus hier, ne? Die Eingangstür, da, wenn man den Kindern die Tür aufmacht, ne, kommen immer schön die Fingerchen dran an die Tür. Das mache ich jetzt, aber wie gesagt, ich räume jetzt hier erstmal alles weg und dann sehen wir uns später. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive.
love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are. Schauen, wie lange es noch dauert. Okay, wir starten jetzt den Test. Hier ist die Fernbedienung. Natürlich machen wir das draußen. Wo ist denn dein Helm, Lassie? In der Garage. Okay, den brauchen wir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du damit klarkommst. Ja, bestimmt. Aber nur kurz, gell? Ja. Das ist nämlich eigentlich zu deinem Geburtstag. Aber wir müssen es testen, wie gesagt. Ja. Weil wenn irgendwas dran ist, müssen wir es ja zurückschicken. Ihr versteht. Ja. Der Max hört wieder ein bisschen laut Musik. Okay. Gut. Los geht's. Das ist ein bisschen schwer, oder Lassie? 6,3 Kilo. 6,3 Kilo. Okay. Okay. 6,3 Kilo wiegt das Ding. Deshalb. So, und hier ist die Fahrprobe. Nummer 1. Klappt ganz gut. Da ist ja auch eine Bremse, ne, Alessandro? Gut, super. Macht Spaß? Ja. Da ist der Lassie. Schaut mal, was die Vögel anstellen. Und zwar picken die ganze Zeit hier rum. Und dann werfen sie quasi somit das ganze Rindenmulch hier auf meine Treppe. Das kehre ich jetzt alles mal weg. Und was macht der Max? Auf die Arbeit. Ich mache jetzt mal weiter. Das Wetter ist eigentlich passend für Gartenarbeit, weil es ja geregnet hat und dann kann man ganz, ganz tolles Unkraut rauszupfen. Das werde ich jetzt mal weiterhin tun. Verabschiede mich aber an dieser Stelle von euch, weil ich glaube, dass es ein bisschen langweilig ist, meine Arbeit, die ich hier habe. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und Daumen nach oben, genau. Also habt alle einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.